Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. In der letzten agrarpolitischen Plenumsdebatte in dieser Wahlperiode, also nun die Stoffstrombilanz. Das ist ja die letzte, dritte Teil der Düngegesetzgebung, nachdem das Düngegesetz selbst novelliert wurde, eine Düngeverordnung. Worum geht es? Es geht eigentlich um ein Regelwerk, mit dem die Landwirtschaftsbetriebe ihre Nährstoffüberschüsse identifizieren sollen. Und warum ist das wichtig? Weil nämlich zu viel, zumindest in vielen Regionen, zu viel Nitrat in die Gewässer und das Grundwasser eingetragen wird. Dabei geht es um die Natur in diesen betroffenen Regionen. Denn wir wollen den Kindern und Enkeln ja durchaus eine intakte Welt hinterlassen, soweit das noch möglich ist. Aber es geht eben auch um eine soziale Frage. Denn zu viel Nitrat heißt auch hohe Aufarbeitungskosten für die Trinkwasseraufbereitung. Und das kann eben schnell zum Preistreiber für Wasser- und Abwassergebühren werden. Und deswegen ist es auch wichtig, hier konsequent, aber auch angemessen zu handeln. In dem Ziel sind wir uns ja sogar einig. Aber beim Wie haben sich Union und SPD irgendwie dann doch wieder in den vielen Fäden der unterschiedlichen Interessen verstrickt. Und deswegen gehen wir zumindest davon im Moment aus, dass das Ziel eben nicht erreicht wird. Und das eben auf Kosten der Natur und der Betriebe, das ist problematisch. Stattdessen hat die Koalition jetzt leider eine denkbar breite Koalition gegen sich. Gerade haben Wasserverbände, Umweltorganisationen und meine Gewerkschaft Verdi eine gemeinsame Petition gestartet, aus der Sorge, dass sich eben die Nährstoffüberschüsse nicht reduzieren und gerade in Problemregionen wie in NRW und Niedersachsen das Problem nicht gelöst wird. Und diese Sorge zumindest teilen wir, wenn ja auch nicht jedes Wort aus der Petition. Und deswegen müssen wir leider, wo Wilhelm, auch wenn dir heute große Ehre zuteil wird, aber leider ablehnen. Aber ich möchte noch zu einem anderen Thema reden, weil es wirklich uns sehr wichtig ist und weil es dort lichterloh brennt. Unsere Agrarwissenschaften verlieren seit Jahren an Personal. Als Linke habe ich deshalb schon lange einen strategischen Neuansatz gefordert. Und da ich vor meinem Bundestagsmandat in der Agrarforschung gearbeitet habe, weiß ich, wovon ich da rede und kenne die Szene. Schlecht bezahlte und ungesicherte Arbeitsverhältnisse zum Beispiel sind leider zum Standard in der wissenschaftlichen Landschaft in Deutschland geworden. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für ein selbsternanntes Land der Dichter und Denker. Aber auch die aktuellen Bewertungsmaßstäbe für wissenschaftliche Leistungen sind aus meiner Sicht problematisch und die Förderanträge oder die Bearbeitung von Förderanträgen kostet viel zu viel Zeit und Ressourcen und so und nicht selten werden eben nicht die kreativen Lösungen für wirkliche Menschheitsprobleme gesucht. Das trifft eben vor allen Dingen die angewandte Agrarforschung leider ganz besonders. Ich denke, dass wir hier tatsächlich wieder eine eigene agrarwissenschaftliche Institution brauchen. Aber das werden wir erst in der nächsten Wahlperiode hinbekommen. Keinesfalls warten kann es aber das Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Erfurt. Hier ist nämlich Gefahrenverzug. Ihm droht die Abwicklung, obwohl niemand daran zweifelt, dass es dringend gebraucht wird. Und ich finde das total absurd. Sie beschäftigen sich nämlich unter anderem genau mit den Fragen der Düngung im Gartenbau. Schlimm genug, dass die Leibniz-Gemeinschaft dieses Institut leider aus der Familie zunächst entlassen hat. Die Belegschaft kämpft aber mit sehr großem Engagement um dieses Institut. Wissenschaftlich sind unterdessen wirklich alle Gleise für die Zukunftsfähigkeit dieses Wissenschaftsstandorts gelegt. Der finanzielle Beitrag des Freistaats Thüringen für diesen Wissenschaftsstandort wurde mehrfach zugesichert. Nur muss nun noch der Bund seinen Beitrag dafür leisten, dass tatsächlich dieser Standort erhalten bleibt. Fachpolitisch sind wir uns fraktionsübergreifend sogar vollkommen einig, dass wir Erfurt erhalten wollen. Aber wir müssen eben handeln und nicht reden. Und wir können es offensichtlich nicht der Bundesregierung überlassen. Und ich sage noch mal hier ganz deutlich, diese Belegschaft sind keine Schachfiguren, die man einfach mal von einem Standort zum anderen verschieben kann, sondern wir kämpfen für Erfurt. Ich finde, diese Spielchen sollten wir der Bundesregierung nicht durchgehen lassen. Das IGZ ist wichtig und es hat unmoralische Angebote nicht verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist der Kollege Dr. Wilhelm Friesmeier.